Impfungen und Medikamente. Als ich mich tief in dieses Thema eingegraben habe, wurde mir klar, dass man genetisch veränderte Organismen, Impfungen und Medikamente nicht separat behandeln kann, da sie durch die internationalen Megakonzerne, die auf diesem Feld operieren, miteinander verflochten sind. Impfungen. Da Menschen an so einen Artikel mit unterschiedlichem Hintergrund und Bildung herangehen, werde ich eine kurze Grundlehre über den menschlichen Körper und seine Funktionsweise bringen, bevor ich über Impfungen zu sprechen beginne. Wir werden mit der Schöpfung durch Gott beginnen. Das Universum wird durch die Schwerkraft zusammengehalten, wobei jeder Stern und Planet sich um sich selbst und Sonnensysteme dreht, die sich gleichzeitig in einer Kreisbewegung um einen Zentralpunkt bewegen. Sonnensysteme ballen sich zu Galaxien zusammen, welche sich wiederum mit gewaltiger Geschwindigkeit im Kreis bewegen. Schwerkraft und Rotation sind die Dinge, die das Universum stabil machen. Der Mensch versteht die Schwerkraft nicht besser als die Elektrizität. Wir können jede Kraft berechnen und alle möglichen Dinge mit ihnen machen, doch der Mensch besitzt immer noch nicht die Erkenntnis, um was es sich dabei eigentlich handelt. Doch die Bibel gibt uns die Antwort: Es ist die Kraft Gottes, rohe Energie, welche kontinuierlich in die Schöpfung gepumpt wird und sie zusammenhält. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt, durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat. Welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat, Hebräer 1:1-3. Die Erde. Die Erde kann mit einem gigantischen Raumschiff verglichen werden, das sich um sich selbst dreht und gleichzeitig um die Sonne rotiert. Gott hat keine starre Außenhülle um die Erde gebaut. Stattdessen benutzt er die Schwerkraft, um die Dinge auf der Erde stabil zu halten. Die Gasmasse, welche wir Luft nennen, wird auch durch Schwerkraft an Ort und Stelle gehalten, so dass sie nicht in das All entweicht. Das ist ein konstruktives Kunststück, das der Mensch nicht kopieren kann. Da Gott möchte, dass sich seine Geschöpfe, einschließlich des Menschen, auf der Erde bewegen können, schuf er für sie Körper, die in der Lage sind, die Schwerkraft zu überwinden. Jeder geschaffene Körper verfügt über einen eingebauten Satz von Motoren, die wir Muskeln nennen. Kein Motor kann ohne Energie laufen und so statte Gott jedes Geschöpf mit einem Reformer aus, welcher den Motor mit Energie versorgt. So wie in einem Automobil musste Gott ein Kühlungssystem schaffen, ein System zur Ausleitung von Giften und ein System zum Ansaugen von Luft, um die Motoren mit Sauerstoff zu versorgen. In modernen Autos wird das gesamte Energiesystem von einem Computer gesteuert, der Lufttemperatur, Feuchtigkeit sowie Bedarf an Kraftstoff misst und dann kalkuliert, wie viel Kraftstoff in die Zylinder eingespeist werden muss. Das System im Auto wird durch Elektrizität betrieben. Die lebendigen Körper, die Gott für die Erde schuf, sind dem weit überlegen, was der Mensch herstellen kann. Zunächst einmal bestehen unsere Körper aus lebendigem Gewebe und jeder verfügt über einen Computer, vom kleinsten Leistungsvermögen bei der Obstfliege bis hin zum größten Leistungsvermögen beim Menschen. Da Gott lebendige Zellen benutzt, reicht es nicht aus, Elektrizität für jeden Körper zu haben, sondern es gibt eine organische chemische Leitung mit Sensoren, welche sicherstellt, dass das gesamte System gut funktioniert. Die Einheit zur Nahrungsverarbeitung in einem menschlichen Körper ist ein weiteres konstruktives Kunststück Gottes, denn das Rohmaterial, Nahrung, läuft zunächst durch ein Zerkleinerungswerk, Mund, und wird mit einer alkalischen, Enzyme enthaltenen Flüssigkeit, Speichel, versetzt, um das Rohmaterial aufzuschließen. Innerhalb dieses Zerkleinerungswerks liegen auf der Zunge Millionen von Sensoren, die dem Computer, Gehirn, mitteilen, ob das Rohmaterial gut schmeckt oder ob es für den Körper schädlich ist und auch dabei helfen, das Rohmaterial durch das Zerkleinerungswerk zu befördern.
Diese Information wird also an den Computer übermittelt, der sie dann auch an die Seele weitergibt, welche der geistliche Teil des Körpers ist. Nachdem das Zerkleinerungswerk seine Arbeit getan hat, wird das verarbeitete Material nun durch einen Schlauch gezwungen, der mit Motoren, Muskeln, überzogen ist und das Material in den Säurekessel, Magen, befördert. Salzsäure und Enzyme werden dann in den Kessel ausgeschüttet, um das Rohmaterial noch weiter aufzuspalten. Sensoren stellen sicher, dass die Temperatur genau richtig ist und dass der Säurelevel genau stimmt. Wenn das Material in eine flüssige Form aufgeschlossen wurde, wird es in ein elastisches Rohsystem, Darm, befördert. Dort geschieht im Grunde alle Verdauung von Nährstoffen und Vitaminen. Neutralisatoren werden hinzugefügt, um das flüssige Material von einer Säurebasis zu einer basischen Lösung umzuwandeln. Innerhalb des elastischen Rohsystems befinden sich lebende Mikroben, freundliche Bakterien, die alle existierenden Fasern noch weiter aufschließen. Die Wände des Rohsystems sind voller Sensoren und Aufnahmeventile, von denen die Nährstoffe aus der Flüssigkeit aufgesaugt werden und von kleinen Lastwagen, rote Blutzellen und Lymphsystemen, zu den Milliarden Zellen transportiert werden, die den Körper ausmachen. Nachdem die Flüssigkeit von den nützlichen Nährstoffen geleert wurde, wird sie langsam durch das Rohsystem geleitet und endet dann schließlich im Darm zur letzten Verarbeitung. Was von der Flüssigkeit übrig bleibt, wird dann durch einen Trockner im Darm bewegt, welcher daraus Wasser entfernt, das in das Blutsystem zurückgeführt wird. Sensoren stellen sicher, dass der Überrest nicht zu flüssig, Durchfall, oder zu fest, Verstopfung, ist. Motoren, Muskeln, außerhalb des Darms pressen das Abfallmaterial zusammen und befördern es zu einem Lagerort am Ende des Darms. Wenn dieser Lagerort voll ist, melden Sensoren dem Gehirn, dass es nun an der Zeit ist, eine Entleerung vorzunehmen, und das Gehirn seinerseits informiert die Seele darüber, dass es an der Zeit ist, die Toilette aufzusuchen und diese Pflicht zu erledigen. Beachte, dass die Person, Seele, lediglich dafür verantwortlich ist, Rohmaterial in das Zerkleinerungswerk zu füllen und sicherzustellen, dass es geschluckt wird. Der Rest wird automatisch von dem Computer erledigt, und erst wenn eine Entleerung erforderlich ist, muss die Person wieder tätig werden. Wenn eine Person extremem Stress ausgesetzt ist, wird der Computer eine Entleerung von Darm und Blase initiieren, und die Person kann nichts daran ändern. Das geschieht oft, wenn ein Soldat zum ersten Mal einem schweren Gefecht ausgesetzt ist. Damit der Körper gut funktioniert, muss viel Wasser vorhanden sein, und wieder sind es Sensoren im Körper, die einer Person melden, wann es an der Zeit ist, Wasser zu sich zu nehmen, Durst. Die meisten Menschen sind sehr nachlässig darin, diese Botschaft seitens des Computers zu beachten, und oftmals wird der Körper stattdessen mit verschiedenen Arten von Sodagetränken gefüllt, die zwar Wasser enthalten, aber gleichzeitig auch eine Reihe von Giftstoffen, die dem Verarbeitungssystem des Körpers Probleme machen. Es gibt drei Verarbeitungseinheiten im Körper, die sich um flüssige Abfallstoffe kümmern: zwei Nieren und eine Leber. Diese Einheiten werden auch von Sensoren betrieben und direkt vom Computer gesteuert. Die einzige Beteiligung der Person besteht darin, sicherzustellen, dass genug Wasser zugeführt wird und dass der Behälter für Abwasser, Blase, entleert wird, wenn er voll ist. Es gibt zwei Flüssigkeitssysteme im menschlichen Körper: das Blutsystem mit einer Kreislaufpumpe, Herz, und das Lymphsystem, welches über keine Pumpe verfügt und total abhängig von der Muskelbewegung ist, um einen Fluss zu produzieren. Eine Person, die still sitzt und sich nur sehr wenig bewegt, steht in der Gefahr, Toxine im Lymphsystem zu entwickeln. So wie es Abfall in einer Verbrennungsmaschine gibt, ist es auch mit den Zellen im Körper. Jede braucht Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff, und wenn die Zelle diese Betriebsstoffe benutzt, entsteht ein Abfallprodukt. Die Toxine werden zur Entsorgung an die Leber und das Kohlendioxid an die Lungen geschickt. Als Gott die Lungen für den Menschen schuf, stattete er sie mit einem dualen Kontrollsystem aus. Wir können unseren Atem bewusst kontrollieren,
Doch die meiste Zeit wird die Atmung über den Computer abgewickelt. Auch hier wieder sind Millionen Sensoren im Körper dafür verantwortlich, den Sauerstofflevel zu messen. Sobald eine Person beginnt, Muskeln zu gebrauchen, werden die Sensoren dem Computer melden, dass die Sauerstoffzufuhr erhöht werden muss und auch die Drehzahl für das Herz, was infolgedessen schneller schlägt. Gott hat den Körper bewusst so geschaffen, dass er im Wachzustand nicht in der Lage ist, die Entfernung von Abfall und Giftstoffen zu bewältigen. Darum wurde der Mensch so geschaffen, dass er 16 Stunden lang wach sein kann und danach aber eine REM-Periode braucht, in der alle essentiellen Systeme heruntergefahren werden, so dass der Körper sich regenerieren kann. Nun lasst uns einen Blick auf den menschlichen Computer werfen, das Gehirn. Das ist ein Supercomputer, an den der Mensch im Nachbau nie heranreichen wird, egal wie viele Fortschritte gemacht werden. Dieser Computer hat Anschlüsse für die Seele, eine geistliche Instanz, und den Geist bei einem wiedergeborenen Christen. Somit begegnen sich die geistliche und körperliche Welt im Computer. Ein Teil des Computers reguliert automatisch den Körper und auf diesen hat die Person keinen Zugriff. Andere Teile des Computers enthalten das Erinnerungsvermögen, Logik, Verarbeitung für Informationen vom Leben und von Gott, Denkfähigkeit, Kreativität und Genussfähigkeit, durch Essen, Sex, Freundschaft, Reden, Singen, Musizieren etc. Der Computer besteht aus lebendigen Zellen, die ernährt und kontinuierlich versorgt werden müssen. Die menschliche Seele kann die Funktion des Computers stören, wenn sie von Unvergebenheit, Ärger, Streit, Bitterkeit, Sünde etc. geplagt ist. Der Sturm in der Seele verursacht elektrische Stromstöße, welche die chemische Balance im Körper aus dem Gleichgewicht bringen und Funktionsstörungen bewirken. Es ist wichtig, Folgendes zu beachten: Wenn böse Geister, Dämonen, im Körper gegenwärtig sind, können auch sie Chaos und Verwüstung im Körper anrichten. Gott hat im Körper ein Immunsystem eingerichtet, das in der Lage ist, alle einfallenden Mikroben und Viren abzuwehren und zu vernichten, doch wenn das elektrische und chemische Gleichgewicht im Körper beeinträchtigt ist, wird das Immunsystem geschwächt und der Körper wird von Krankheit erfasst. Sünde und Konflikte beeinflussen das Immunsystem. Der menschliche Körper verfügt über ein sehr kompliziertes elektrisches Gitternetz, Nervensystem, durch das Elektrizität fließt, Kommandosignale und Reaktionen von Sensoren. Die Verkabelung besteht aus Neuronenzellen, die miteinander verbunden und durch einen Überzug mit Cholesterin isoliert sind. Durch die Verwendung verschiedener Frequenzen kann ein Kabel im menschlichen Körper zahlreiche Signale gleichzeitig aufnehmen bzw. senden. Der menschliche Körper wird durch elektrische und chemische Prozesse gesteuert. Die Gesundheit und das Wohlergehen eines Menschen sind gefährdet, wenn die elektrische Spannung zu hoch oder zu niedrig ist. Dasselbe gilt auch, wenn chemische Botenstoffe in den Körper freigesetzt werden, die die chemische Balance durcheinander bringen. Toxins bewirken chemische Reaktionen im Körper, die das Konzept der Körperfunktionen unterbrechen und Fehlfunktionen verursachen, die wir Krankheiten nennen. Da die Körperfunktion auf organischer Chemie beruht, bedarf es keiner großen Anzahl von Toxinen, um das chemische Gleichgewicht zu verändern und die falschen Signale an die Zellen zu senden. Gottes Konstruktion des menschlichen Körpers ist ein Schöpfungswunder. Eine Zelle lebt nur für eine bestimmte Zeit, doch die meisten Zellen sind vollständig und duplizieren sich selbst. Wenn eine Person 7 Jahre alt ist, wurden bereits alle Zellen im Körper ersetzt und die Person hat einen neuen Körper. Derselbe Kreislauf wiederholt sich im Alter von 14 und 21 Jahren. Doch nach dem dritten Kreislauf ist der Körper nicht mehr in der Lage, die Zellen mit derselben Geschwindigkeit zu erneuern, und das nennen wir dann den Alterungsprozess. Je älter wir werden, desto länger dauert es, bis Zellen ersetzt wurden, und das zeigt sich an Falten, grauen Haaren, steifen Gelenken etc. Doch Gott hat uns 120 Jahre auf dieser Erde versprochen, wenn wir in Gehorsam und Heiligkeit mit ihm wandeln. Er kann den Körper übernatürlich bewahren, wie er es auch für Abraham, Sarah, Mose, Josua,
Kaleb und andere tat. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist, sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. 1. Mose 6.3. Es gibt noch zwei weitere Wunder Gottes, die ich hier ansprechen möchte. Das erste ist, dass er als unser Schöpfer uns gesagt hat, welche Art von Rohmaterial wir essen sollen, damit unser Körper daraus genau den Treibstoff herstellen kann, den die Zellen brauchen. Wir finden diese Anweisungen in 1. Mose 1.28 bis 31 und 3. Mose 11.1 47. Der Tod von Jesus Christus am Kreuz hat für unsere Sünden bezahlt, aber seine Auferstehung hat die physikalische Welt oder den menschlichen Körper nicht verändert. Alles Leben ist noch dasselbe, wie es von Anfang an war. Die Lügen des Teufels über die letzten 1900 Jahre haben dazu geführt, dass Krankheit unter den Menschen zugenommen hat. Das zweite Wunder ist, wie Gott den Menschen, Tiere, Vögel, Fische und Insekten erschuf. Er konstruierte die Zellen so, dass sie Sauerstoff durch Zucker verbrennen und als Abfallprodukt Kohlendioxid herstellen. Doch alle lebendige Vegetation atmet während der Stunden mit Tageslicht Kohlendioxid ein und atmet Sauerstoff aus. Die Erde ist ein geschlossenes System, Raumschiff, und das Rohmaterial auf der Erde wird nicht nachgeliefert. Somit hat Gott ein Recyclingprogramm geschaffen, das seinesgleichen sucht. Dieses System stellt sicher, dass alles im Gleichgewicht bleibt und für tausende von Jahren weiter bestehen kann. Das Wasser, das du und ich heute trinken, ist dasselbe Wasser, das schon seit Anfang der Schöpfung existiert. Es wird kontinuierlich recycelt. VAS-Impfungen dem menschlichen Körper antun. Nur sehr wenige Menschen wissen, dass Impfstoffe einen Sterilisationswirkstoff enthalten. Das ist meistens Thimerosal im US-Raum. Dieser chemische Stoff wird von dem Unternehmen Eli Lilly hergestellt, eines der größten pharmazeutischen Unternehmen in der Welt. Das ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft für Eli Lilly, denn die meisten Impfstoffproduzenten benutzen Thimerosal, um ihre Impfstoffe zu sterilisieren. Denke einmal darüber nach, es bestünde überhaupt kein Bedarf an Thimerosal, wenn ein Impfstoff in einem sterilen Labor hergestellt würde. Doch ein geprüftes, sterilisiertes Labor kostet eine Menge Geld und da die meisten Pharmakonzerne keine sterilen Betriebsanlagen haben, würde es sie ein Vermögen kosten, solche Labore einzurichten. Somit ist es billiger, einen schmutzigen Impfstoff herzustellen und ihn dann zu sterilisieren. Die chemische Zusammensetzung von Thimerosal. Die folgende Information stammt aus True Health, einem alle zwei Monate erscheinenden Newsletter des Unternehmens Carotec, Inc. In dem Dr. Beuthal-Lei zitiert wird, der Vorsitzende Chemiedezernats der Universität Kentucky. Um unser Thema zu verstehen, folgt hier eine technische Erläuterung über Thimerosal aus einer beglaubigten Erklärung von Dr. Halley. Thimerosal oder Merthiolate ist ein Derivat von Thimolsalicylat, in dem Edelquecksilber durch Schwefel angefügt wird. Es wird im medizinischen Gebrauch definiert als Konservierungsstoff oder antimikrobisches Mittel. Diese antimikrobische Wirkung ist abhängig davon, dass Thimerosal aufgeschlossen wird und Edelquecksilber freisetzt, welches Zellmembranen durchdringen und an intrazelluläre Enzyme binden, blockieren und den Zelltod bewirken kann. Darüber hinaus kann sich das Edelquecksilber in bestimmten biologischen Umgebungen weiter aufspalten und Quecksilberkation, Hg2+, bekannt als Quecksilberdampf, bilden. Sowohl Edelquecksilber als auch Hg2 sind neurotoxische Wirkstoffe. Quecksilber ist eines der giftigsten Metalle, das auf dieser Erde existiert. Es hat eine tödliche Wirkung auf Nervenzellen, die das Gehirn bilden, und auch auf die Nervenzellen in einem menschlichen Körper. Somit sind die Pharmakonzerne des Massenmordes schuldig. Doch da diese Konzerne die stärkste Lobby in den Vereinigten Staaten haben und Wettgenossen der amerikanischen Ärztekammer sind, sind sie in der Lage gewesen, mit diesem Verbrechen gegen die Menschheit davonzukommen.
Außerdem haben sich die Pharmakonzerne in den Vereinigten Staaten zu einer Lobbyorganisation namens Pharmaceutical Research and Manufacturers of America zusammengeschlossen, welche mehr als 100 Unternehmen repräsentiert, unter anderem auch die Impfstoffhersteller Eli Lilly, Pfizer und Merck. Andere Zutaten in Impfstoffen. Jeder Impfstoff enthält eine Reihe anderer chemischer Zusatzstoffe neben den gezielten infektiösen Organismen. Ein typischer Impfstoff kann Aluminium, Quecksilber, hydrolysierte Proteine, Natriumglutamat, Öle und viele komplexe Moleküle enthalten, die als Immunhelfer bekannt sind. Squalen ist ein Immunhelfer, der gewöhnlich in Veteranen aus dem Golfkrieg zu finden ist. Immunhelfer aktivieren die speziellen Immunzellen des Nervensystems, die Mikroglia. Ich werde nun Dr. Russell Blylock zitieren, den Herausgeber des Blylock Wellness Report. Im Fall einer zufälligen Verletzung tut das Immunsystem in erster Linie nur seinen Job, statt direkt spezifische Teile des Nervensystems via molekularer Nachahmung anzugreifen, DH einen Teil der Nervenzelle oder des Neurons für einen Virus oder einen mykoplasmatischen Eindringling zu halten. Doch in dem Prozess tötet es schließlich eine Menge unschuldiger Zuschauer, das heißt die umgebenden, normalen Gehirnzellen. Das geschieht, weil Immunzellen Eindringlinge töten, indem sie mit einem Ansturm freier Radikale überfluten. Freie Radikale sind hochgradig reaktive Partikel, die alles vernichten, was ihnen in den Weg kommt, ob Freund oder Feind. Die Immunzellen generieren diese freien Radikale in großer Anzahl. Normalerweise geschieht ein Immunangriff auf Viren und andere Organismen rapide und ist schnell beendet. Deshalb ist eine starke Immunabwehr so entscheidend, sie minimiert Schäden. Diese destruktiven freien Radikale häufen sich zunächst einmal lokal an, DH an der Stelle des Einbruchs in den Organismus. Mit verlängerter Immunaktivierung können diese freien Radikale sich weit in das umgebende Gewebe ausbreiten und mit der Zeit den gesamten Körper überfluten. Ich will es einmal einfacher ausdrücken: Quecksilber und Aluminium schaffen einen Mechanismus, der das Immunsystem des menschlichen Körpers veranlasst, überaktiv zu werden und dadurch die Vernichtung gesunder Zellen im Körper zu bewirken. Besonders verletzlich sind Neuronen, Gehirn- und Nervenzellen, wegen der Zerstörung synaptischer Verbindungen und der Schädigung der Außenhülle von Nervenfasern. Mit anderen Worten, Gehirnzellen werden getötet und die Umhüllung der elektrischen Kabel, Nerven, im Körper wird zerstört, was bedeutet, dass das Kabel blank liegt und der Schaltkreis verkürzt wird. Das führt zum Verlust von Muskelbewegung und zur Blockierung von elektrischen Signalen an verschiedene Organe im Körper. Die Folge sind Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer. Daten und Statistiken im Zusammenhang mit Impfungen. 2004 umfasste das angeordnete Impfprogramm in den Vereinigten Staaten 22 Impfungen, bevor ein Kind die Schule besuchen konnte. Einige der bekanntesten Impfungen sind Hepatitis B, Masern, Mumps, Windpocken, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Polio. Aus demselben Newsletter von Blylock vom Mai 2004 stammt das folgende Zitat: Eine beträchtliche Anzahl an Untersuchungen weist darauf hin, dass sowohl das Golfkriegssyndrom als auch Autismus von der Kombination zu vieler Impfungen innerhalb zu kurzer Zeit ausgelöst wird. Dieser Fehler wird von zahlreichen anderen toxischen Ereignissen verstärkt, insbesondere bei Golfkriegveteranen. Diese Ereignisse beinhalten die Belastung durch Pestizide, Aspartam, Süßstoffe, Kampfstress, hohe Aufnahme von Natriumglutamat sowie Belastung durch freigesetzte Nervengifte und verunreinigte Impfstoffe. Beispielsweise haben kürzlich durchgeführte Studien von Dr. Gart Nicholson, Oberhaupt des Institutes für molekulare Medizin, ein häufiges Auftreten der Verunreinigung der Anthraximpfung mit mykoplasmatischen Organismen zutage gefördert. Außerdem hat er eine starke Wechselbeziehung zwischen ALS, amyotrophe Lateralsklerose oder Lohr-Gehrig-Krankheit, und dieser mykoplasmatischen Infektion aufgezeigt.
Kürzlich haben Beamte des Pentagon widerstrebend das um 200% häufigere Vorkommen von ALS bei Golfkrieg-Veteranen zugegeben. Aus dem Newsletter True Health, Ausgabe Januar/Februar 2004 zitiere ich folgendes. Dr. Halley weist darauf hin, dass die Thiomasal-Kontroverse eigentlich Anfang der 1990er Jahre aufgrund des Golfkriegssyndroms begann. Die Beobachtung war, dass die im Golfkrieg dienenden Franzosen nicht am Golfkriegssyndrom erkrankten. Die einzigen, die daran erkrankten, waren diejenigen, die mit amerikanischen Impfstoffen geimpft worden waren, die Briten, die Australier und die Amerikaner. Die Opfer brauchten noch nicht einmal im Golf gelandet zu sein, um das Syndrom zu zeigen. Sie brauchten einfach nur geimpft zu werden. Man hat nun bestätigt, dass die Syndromkandidaten dreimal häufiger an ALS oder der Lou Gehrig-Krankheit erkranken als die normale Bevölkerung entsprechenden Alters. Und sie sagen, dass sie sich wundern, woher das kam. In einem Artikel unterstellten sie, dass es dadurch kam, dass sie chemischer Kampfführung ausgesetzt waren, doch im ersten Golfkrieg gab es keine chemische Kampfführung. Das folgende Zitat stammt aus dem Blylock Wellness Report I von Mai 2004. Trotz der Tatsache, dass die erhaltene Grippeschutzimpfung noch nicht einmal gegen den Killer-Erreger schützte, standen die Leute Schlange, um sich die Impfung geben zu lassen, ohne Kenntnis über deren bekannte Gefahren. Eine kürzlich durchgeführte Studie von Dr. Jo Fuddenberg, einem der größten Namen in der Immunologie, deutet an, dass diejenigen, die wiederholt Grippeschutzimpfungen bekommen, dramatisch ihr Risiko vergrößern, an Alzheimer zu erkranken. Was Dr. H. Jo Fuddenberg herausfand, war, dass die Personen, die über die Periode der Durchführung der Studie hinweg, 1970 bis 1980, fünf oder mehr Grippeschutzimpfungen bekommen hatten, einem zehnfach höheren Risiko der Erkrankung an Alzheimer unterlagen als jene, die entweder gar keine Impfung oder nur eine oder zwei Impfungen bekommen hatten. Woran liegt das? Er weist auf zwei Gründe hin: Quecksilber und Aluminium in den Impfstoffen. Ich zitiere weiter aus demselben Bericht. Eines der großen Rätsel von AIDS war, wie konnte es zu Demenz führen, wenn doch die Neuronen des Gehirns gar nicht infiziert waren. Wir wissen jetzt, dass innerhalb jeder Mikrogliazelle ein Proteinpartikel abgeworfen wird und dass dies eine chronische Aktivierung der Mikroglia auslöst. Eine Klasse von Toxinen, die von diesen Mikrogliazellen freigesetzt werden, beinhaltet Excitotoxine. Diese mächtigen Chemikalien können Gehirnzellen zu Tode reizen und sollen bei allen Formen von neurodegenerativen Krankheiten, Gehirntrauma, Schlaganfällen und Meningitis eine Rolle spielen. Verbreitete Formen Excitotoxinen sind Glutamat, Natrasvet oder Aspartam, Süßstoffe, und Quinolinicsäure, ein metabolisches Produkt von Serotoninzusammenbruch. Wenn sie chronisch gereizt werden, schütten die Mikrogliazellen diese Excitotoxine in großen Mengen aus und zerstören damit Neuronen, Synapsen und Dendriten, DH, die Verbindungen zwischen Gehirnzellen. Wenn dieselben Excitotoxine durch Speisen und Getränke aufgenommen werden, wird sogar noch größerer Schaden angerichtet. Es gibt genügend Beweise dafür, dass diese Excitotoxine auf Nahrungsmittelbasis leicht in das Gehirn eindringen. Virale und mykoplasmatische Fremdstoffe dieser Impfstoffe könnten sich auf Familienmitglieder ausbreiten und ähnliche Reizungen auslösen. Das ist insbesondere bei hochgradig mutierten Viren der Fall, wovon man bei den Golfkrieg-Veteranen ausgeht. Punkt. Eine weitere kürzlich durchgeführte Untersuchung durch das US-Landwirtschaftsministerium stellte fest, dass die Belastung von Mäusen mit Quecksilber vor der Infektion mit Coxsackie-Virus B3, ein Virus, der den Herzmuskel zerstört, in hohem Maß die Sterblichkeit erhöhte, eine Reihe von pathologischen Verletzungen im Herzmuskel zeigte und außerdem eine Reihe von Viren im Herzmuskel, Viraltäter, verglichen mit dem Virus allein, ohne vorherige Quecksilberbelastung. Laienhaft erklärt.
Wenn eine Person einer Impfstoffkontaminierung ausgesetzt war, die Quecksilber- und Aluminiumgifte enthält, bewirkt das eine chronische Zerstörung von Nerven und Gehirnzellen. Wenn die Person auswärts im Restaurant isst oder Pizza, gegrilltes Hähnchen, Hamburger, Pommes frites etc. zu sich nimmt, diese Nahrungsmittel sind beladen mit Natriumglutamat, um den Geschmack für den Kunden zu verstärken. Das Natriumglutamat und andere chemische Stoffe, die den Speisen von den Restaurants zugesetzt werden, erhöhen den Schaden für die Gehirnzellen und in kommenden Jahren wird das einen Gedächtnisverlust bewirken, den man heute als Alzheimer kennt. In unserer Gemeinde haben wir einen Mann namens Sotiris Christou, der 30 Jahre lang im Gastronomiegewerbe tätig war und heute Lebensmittelgroßhändler in der Region San Francisco-Sacramento ist. Ich habe mit ihm über das Thema Natriumglutamat gesprochen und er sagte mir, dass es nur sehr wenige Restaurants in den Vereinigten Staaten gibt, die kein Natriumglutamat als Geschmacksverstärker benutzen. Er sagte mir, dasselbe gelte für jedes Fertiggericht, egal ob es gefroren ist oder aus der Dose kommt. Das Traurige ist, dass es 25 bis 40 Jahre dauert, bis sich die Alzheimer-Krankheit in einer Person zeigt, und so hören die meisten Leute nicht auf die Warnungen vor der Gefahr des Verzehrs von Natriumglutamat, bis es zu spät ist. Die Haltung der meisten jungen Leute in ihren 20er Jahren ist die Ablehnung der Information, da sie sich wunderbar fühlen. Sie schmachten nach dieser Art von Speisen, da sie damit aufgewachsen sind und sich nicht vorstellen können, ihren Lebensstil zu ändern. Die Geschichte sieht schon ganz anders aus, wenn sich eine Person in ihren 40er Jahren befindet und das Anfangsstadium von Alzheimer diagnostiziert wird. Nun ist die Reaktion tiefer Traurigkeit, Kummer und Zorn. Wie konnte mir das passieren? Warum hat mich niemand gewarnt? Warum unternimmt die Regierung nicht mehr, um diese schreckliche Epidemie aufzulösen? Die Antwort auf all diese Fragen ist, dass die US-Regierung sich des Problems sehr wohl bewusst ist und die Ursache davon kennt. Doch es ist ein Teil des Plans, den die Weltregierung ausgearbeitet hat, um die Weltbevölkerung zu dezimieren und sicherzustellen, dass die Leute in ihren 60er Jahren wegsterben, damit Geld gespart werden kann und nicht für ihre Renten ausgegeben werden muss. Das ist ES, wie AS gegen UNS arbeitet. Der durchschnittliche Amerikaner, der nach 1960 geboren wurde, hat in seiner frühen Kindheit 17 bis 22 Impfungen bekommen. Jeder, der beim Militär gedient hat, musste sich sogar noch mehr Impfungen verpassen lassen. Wenn du jedes Jahr die beworbenen Grippeschutzimpfungen bekommen hast, befindet sich eine enorme Kombination von Quecksilber, Aluminium und Toxinen in deinem Körper. Zusätzlich bist du noch mit Natriumglutamat angefüllt durch die Speisen, die du im Supermarkt kaufen kannst und die in den Restaurants serviert werden. Fastfood-Ketten wie KFC, Wendy's, Burger King, McDonald's, Wienerwald, Pizza Hut und Grillmeister sind alle gerne bereit, dir minderwertige Speisen zu verkaufen. Der Durchschnittsamerikaner spült dann noch sein giftiges Essen mit Saftdrinks herunter, wodurch noch mehr Toxine in den Körper gelangen. Wenn du ein Raucher bist, solltest du wissen, dass jede Zigarette mit mehr als 700 toxischen Zutaten vollgepackt ist, damit du abhängig davon bleibst. Nikotin wird nur zu dem hinzugefügt, was bereits in dem Tabak ist, um dem Raucher ein dauerhafteres Hochgefühl zu vermitteln. Wenn du noch Alkohol und Kaffee zu diesem giftigen Gemisch hinzufügst, ist es ein Wunder, dass doch noch so viele Amerikaner so lange leben, wie es der Fall. Wenn du zum Zahnarzt gehst, um deine Zähne plombieren zu lassen, hat man dazu gewöhnlich Amalgam benutzt, was für den Rest deines Lebens Quecksilberdampf in deinen Körper ausdünstet. Wir bezahlen einen Preis. Fettleibigkeit ist eine Epidemie in den Vereinigten Staaten und Diabetes erfasst Millionen von Amerikanern schon in jüngeren Jahren. Diabetes ist eine durch die Ernährung bedingte Krankheit, die sprunghaft zunimmt und unsere medizinischen Kliniken überlastet. Krebs und Herzkrankheiten sind im Anstieg begriffen und Millionen Amerikaner sterben in ihren 40er Jahren. Die Anzahl der Krebserkrankungen bei Kindern steigt ebenfalls.
Und die finstere Krankheit Alzheimer trifft mehr und mehr Familien. Es ist eine schreckliche Krankheit, die auch in meiner Familie zugeschlagen. Sobald bei einer Person die Diagnose Alzheimer gestellt wurde, erfasst eine schreckliche Angst diesen Menschen, denn er stürzt in einen finsteren Abgrund des Gedächtnisverlustes und wird schließlich zu einem lebenden Toten, der nicht mehr weiß, wer er ist und nicht einmal mehr einen engen Familienangehörigen erkennen kann. Der Kranke muss wie ein Hund gebändigt werden, denn er wird sonst umherwandern und sich in alle möglichen Probleme bringen. Wenn schließlich der Tod kommt, ist es eine Erleichterung sowohl für den Patienten als auch für seine Familie. Die Kosten für die Versorgung eines Alzheimer-Patienten sind enorm und fressen die Finanzen der betroffenen Person und ihrer Familie auf. In der Umgebung von Sacramento erweitert jedes größere Krankenhaus in einer Zeit wirtschaftlicher Bedrängnis seine Räumlichkeiten. Einige verdoppeln sogar ihre Bettenkapazität, weil die Verwalter wohl etwas wissen, was die allgemeine Öffentlichkeit nicht weiß, und das ist die Tatsache, dass die Babyboomer in die Jahre kommen. Mit den Jahren werden sie immer kränker. Immerhin haben sie den mit Natriumglutamat gewürzten Schweinefraß gegessen, der von den habgierigen Nahrungsmittel- und Pharmakonzernen zubereitet wurde und ihn mit Drinks heruntergespült, die voller Phosphor, künstlicher Farbstoffe und Süßstoffen steckten. Warum hat die christliche Gemeinde nichts dazu gesagt? Als Pastor bin ich qualifiziert, diese Frage zu beantworten. Als meine Frau und ich und 1965 zu Jesus Christus bekehrten und uns einer Gemeinde der Südbaptisten anschlossen, lautete die Lehre bezüglich Ernährung in etwa so: Wir leben nun unter Gnade. Das Alte Testament gilt für uns nicht mehr und es spielt keine Rolle, was wir essen. Wir beten einfach über dem Essen, bitten Gott, es zu segnen und essen es. Da wir zu den Pastoren aufschauten und großen Respekt vor ihnen hatten, nahmen wir diese Lehre an. Während unserer Gemeindemahlzeiten gab es jede Menge Schweinefleischgerichte und wir aßen, bis uns das Fett aus dem Mund lief. Es gab maßenweise Kuchen und Eiscreme, vollgeladen mit weißem Zucker, und wir alle dachten, wir lebten wie im Himmel mit all dem guten Essen. Von Zeit zu Zeit wunderte ich mich, weshalb so viele Pastoren fettleibig waren, doch das waren nur flüchtige Gedanken. Immerhin kannten sie die Bibel und ich war nichts als ein junger Christ. Ich verbrachte 3,5 Jahre am theologischen Priesterseminar und machte meinen theologischen Abschluss, und es gab nicht einen einzigen Kurs über Ernährung. Es wurde nie auch nur ein einziges Wort über Nahrung verloren. Dieselbe Kultur, die wir von unserer Ortsgemeinde gewohnt waren, herrschte auch am theologischen Seminar. Einige unserer Professoren erkrankten an Krebs, doch es wurde nie erwähnt, dass das irgendetwas mit ihrer Ernährung zu tun haben könnte. Stattdessen wurde uns erzählt, dass diese Männer eben älter wurden und dass es für sie nun an der Zeit sei, zu sterben, und um zu sterben muss man ja nun einmal krank werden. Ich wusste damals nicht, dass man nicht krank sein muss, um zu sterben. Gott kann dich auch ganz gesund heimholen, so wie er es mit Mose tat. Also starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Land der Moabiter, nach dem Befehl des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Beth Peor gegenüber. Aber niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, da er starb, seine Augen waren nicht schwach geworden, und seine Kraft war nicht gewichen. 5. Mose 34 5-7. Da ich aus Schweden komme, bin ich mit Schweinefleisch und Muscheln aufgezogen worden. Als Evangelist und später als Pastor habe ich mich an dem fettigen Menü in endchristlichen Gemeinden erfreut. Man könnte sagen, dass ich im Schweinehimmel war. Ich war total ungebildet, was Ernährung betrifft. Ich war in dieser Hinsicht strohdumm und arbeitete schwer auf meinen ersten Herzinfarkt hin. Aber es gab eine Sache, die mich der Heilige Geist lehren konnte: Finger weg von Impfungen. Somit fand meine letzte Impfung im Jahr 1962 statt, als ich gezwungen war, mich wegen meines Einreisevisums in die Vereinigten Staaten gegen Pocken impfen zu lassen.
Anfang 1976 sandte Gottbab und Rita Jackson, beide sind jetzt im Himmel, in mein Leben und sie konfrontierten meine schrecklichen Ernährungsgewohnheiten. Über die nächsten 10 Jahre bildeten sie mich aus zum Thema Ernährung und gaben mir eine Menge Lesestoff über diese Dinge, so dass ich aufwachte. Als mir das kleine Büchlein Die Wahrheit über Weihnachten gegeben wurde, warf das ebenfalls meine Theologie über den Haufen, als ich erkannte, dass die moralischen und praktischen Gesetze, die Gott uns gegeben hat und die im Alten Testament aufgeschrieben sind, immer noch gültig waren. Es fand keine Veränderung im Körper des Schweins statt, als Jesus Christus am Kreuz starb. Die Gemeinde hat nichts zum Thema Gesundheit gesagt, weil die Theologiestudenten nichts über Ernährung und Impfungen gelehrt werden. Sie sind auf diesem Gebiet absolut ungebildet. Folglich können sie auch nicht in der Gemeinde darüber lehren. Außerdem lieben sie ihr fettiges Essen und haben kein Verlangen nach Veränderung. Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seiest. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deiner Kinder vergessen. Hosea 4:6. Ich muss jedoch der Glaubensgemeinschaft der siebenten Tagesadventisten meine Anerkennung aussprechen. Sie mögen in ihrer Theologie nicht richtig liegen, was die Erlösung und das Essen von Fleisch betrifft, doch sie sind sehr gut ausgebildet, was Gesunderernährung und Toxine betrifft. Doch da nie jemand aus dieser Glaubensgemeinschaft meinen Weg kreuzte, erreichte mich ihr Wissen erst viel später. Die amerikanische Autismusepidemie. Als Pastor sind mir viele Mitglieder unserer Gemeinde begegnet, die autistische Kinder haben. Als mir Ende der 1970er Jahre der erste Fall begegnete, war ich in Bezug auf Ernährung und chemische Reaktionen auf Impfungen noch völlig unwissend und dachte, Autismus sei ein dämonisches Problem. Als ich mit der Zeit auf diesen Gebieten an Erkenntnis gewann, wurde mir klar, dass es sich hierbei um ein körperliches Problem handelt, das von Toxinen verursacht wird. Ich werde noch einmal aus dem Newsletter True Health zitieren. Dieses Zitat ist von Dr. Mark Geyer, Arzt und Direktor des Genetischen Zentrums von Amerika. Dr. Geyer machte diese erstaunliche Aussage über die Anzahl der Kinder mit Autismus, dies sind Daten aus dem Bildungsministerium. Mitte der 1970er Jahre lag die geschätzte Autismusrate bei 1:25.000. In den 1980er Jahren lag sie bei 1:2.500 und aktuell, 2004, liegt sie in den Vereinigten Staaten bei 1:150 und zufällig wurde diese Schätzung von dem Konzern Eli Lilly vorgenommen, der Tiomersal. Das ist eine enorme Steigerung. Es ist eine meteorische Steigerung, aber schlimmer noch, sie ist nicht auf Autismus beschränkt. Lesestörungen haben sich um das 30-fache gesteigert und Sprachstörungen betreffen derzeitig 1 unter 8 Kindern in den Vereinigten Staaten. Dr. Geyer und Dr. Halley sagen, die Pandemie des Autismus sei durch Quecksilbervergiftung verursacht, primär über Tiomersal in Kinderimpfungen. Die Behörden versuchen das Gerücht zu verbreiten, dass es sich um eine genetische Epidemie handelt. Ich bin amtlich geprüfter Genetiker und weiß, dass es keine genetischen Epidemien gibt. Es hat sie nie gegeben. Sie sind eine Unmöglichkeit, ein Widerspruch in sich. Eine Epidemie ist ein rapider Anstieg einer menschlichen Krankheit. Die schnellste bekannte Veränderung genetischer Art ist 1% in 100 Jahren. Beide Experten erklären, dass die meisten Leute ein relativ gutes Quecksilberentsorgungssystem in ihrer Physiologie und Biochemie zu haben scheinen, darum sind nicht mehr Menschen krank oder sterben aufgrund von Amalgamfüllungen in den Zähnen oder Impfungen. Die gewaltige Zunahme von Autismus entwickelte sich etwa um das Jahr 1990. Dr. Geyer erklärte, was geschah denn 1990? Wir fügten zu unserem routinemäßigen Impfplan für Kinder etliche weitere Impfungen hinzu. Wir verdreifachten damit in dem Moment die Menge an Quecksilber durch die Impfungen.
Das vorgeschriebene Impfprogramm und die Belastung mit Quecksilber schon in sehr jungen Jahren begann Anfang der 1980er Jahre und heute müssen wir dem Eignungstest für die Schule 100 Punkte hinzufügen, um den Bewertungsspiegel auf den Stand zu bringen, auf dem er zuvor war. Mit anderen Worten, die durchschnittliche Bewertung des Tests ist über die letzten 18 bis 20 Jahre um über 100 Punkte gefallen. Ich denke, dass die Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ADS, eine mildere Form von Quecksilbervergiftung sein könnte, während Autismus vielleicht eine stärkere Form ist. Wir tun unseren Kindern durch dieses vorgeschriebene Impfprogramm etwas an und die weit verbreitete Verwendung von Amalgam in der Zahnmedizin ist eine Verletzung des gesamten Intellekts des Landes. Der gesunde Menschenverstand wurde in die Impfpolitik nicht mit einbezogen. Die vorgeschriebene Impfpolitik sah zumindest vor 2 Jahren noch vor, dass Kinder etwa 17 bis 22 Impfungen erhalten mussten, um in den Kindergarten gehen zu können und zur Schule zugelassen zu werden. Nun hat man ohne irgendwelche Sicherheitstests beschlossen, Neugeborenen bereits am Tag der Geburt eine Hepatitis B-Impfung zu verabreichen. Anschließend, abhängig davon, in welchem Staat man lebte, bekam ein 6 Monate altes Kind 4 Impfungen an einem einzigen Tag. Wenn dieses Kind zu diesem Zeitpunkt 5 Kilo wog, wäre das äquivalent dazu 40 Impfungen an einem Tag für einen Erwachsenen, der 50 Kilo wiegt. Für eine 100 Kilo schwere Person wären das 80 Impfungen an einem Tag. Giftigkeit hängt ab vom Gewicht des Materials, das einer Person injiziert wird, dividiert durch das Körpergewicht der Person. Das sind somit 2 absolut dumme Dinge, so etwas ohne Sicherheitstests zu tun. Und es geschah nur, um diese 22 Impfungen zu ballen, die ein Kleinkind bekommen soll, bevor es in den Kindergarten geht. Eine Botschaft an Eltern. In diesem Artikel habe ich 3 Ärzte zitiert, doch wenn du das Internet durchforstest, findest du hunderte von Webseiten, auf denen dieses Problem diskutiert wird und auf denen noch viele andere Mediziner und Wissenschaftler zitiert werden. Ich habe das nicht in der Auffassung geschrieben, das sei alles, was du wissen musst, vielmehr soll es als eine starke Warnung dienen und dir das Problem bewusst machen. Es liegt dann an dir selbst, weitere Informationen einzuholen und nachzuforschen. Wenn du in den Vereinigten Staaten lebst, hast du immer noch die Wahl, die Impfungen für deine Kinder abzulehnen. Ärzte und Krankenschwestern können dich zu nichts zwingen, es sei denn, du legst deine Rechte als amerikanischer Staatsbürger nieder. Mein Neffe und seine Frau sind innerhalb der letzten 6 Jahre mit 3 Kindern gesegnet worden. Sie haben dem Krankenhauspersonal vorsorglich gesagt, dass sie keinerlei Impfungen für ihre Kinder wünschen. Später, nach der Geburt des Kindes, wurden sie von den Krankenschwestern ausnahmslos erneut gefragt, und mein Neffe blieb freundlich, jedoch bestimmt, bei seiner Weigerung. Das Personal kannte das Gesetz und musste sich mit ihrer Entscheidung abfinden. Sich heutzutage einer Impfung zu unterziehen ist wie russisches Roulette. Ein Kind unter 5 entwickelt Autismus und sein Leben ist ruiniert. Bist du als Vater oder Mutter bereit, die Zukunft deines Kindes zu riskieren und es mental zurückgeblieben aufwachsen zu sehen, weil die Pharmakonzerne kein Geld für sterile Laboratorien ausgeben wollen? Als Pastor habe ich Zeit mit Eltern verbracht, deren Kinder unter Autismus leiden. Ich habe den tiefen Kummer in ihren Augen gesehen, wenn sie auf ihr Baby schauen und erkennen, dass es zurückgeblieben ist und dass die Ärzte nichts für es tun können. Sie würden alles dafür geben, die Zeit zurückdrehen zu können und die Impfungen für das Kind abzulehnen. Ich bete, dass du nie ein Vater oder eine Mutter sein wirst, der / die an diesen Punkt des ewigen Bedauerns in seinem / ihrem Leben kommt. Ist es ein Zufall, dass Ritalin in den Vereinigten Staaten, und auch in Deutschland, Anmerkung DÜ, das Medikament der Wahl bei der Behandlung von Schulkindern mit Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ADS, ist? Die Pharmakonzerne machen einen großen Reibach mit dem Verkauf dieses Medikaments. Zunächst einmal bezahlen die Eltern die Pharmakonzerne für die giftigen Impfungen und danach für ein weiteres Medikament,
um irgendwie die Auswirkungen des ersten abzufangen. Wie lange wird es noch dauern, bis die Menschen aufwachen und Gerechtigkeit verlangen? Ich habe mein ganzes Leben ohne Grippeschutzimpfungen gelebt und mir trotzdem nie die verschiedenen Grippeviren eingefangen, die die Regierung 10 Monate im Voraus ankündigt. Ich habe ein starkes Immunsystem, weil ich gemäß der Bibel gesund esse, mich ausreichend bewege und vor allem Glauben daran habe, dass Gott mein Heiler ist. Mir geht es wirklich gut. Es ist auch wichtig, in Vergebung zu leben, gegen niemanden Groll zu hegen und keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen zuzulassen. Während ich diesen Artikel schreibe, höre ich gerade die Werbung im Radio über die kommende Grippesaison und dass es jetzt an der Zeit sei, sich gegen Grippe impfen zu lassen. In Anbetracht all dessen, was du bisher gelesen hast, wäre es nicht Irrsinn, für eine schädliche Injektion auch noch zu bezahlen. Außerdem hast du dich jemals gefragt, woher die Pharmakonzerne immer im Voraus wissen, welche Art von Grippevirus im nächsten Jahr zuschlagen wird. In früheren Artikeln habe ich bereits über den Krieg geschrieben, den unsere Regierung gegen das eigene Volk führt und wie neue Viren im Labor hergestellt und dann in die Atmosphäre freigelassen werden. Bei all dem geht es um Bevölkerungskontrolle und großen Profit auf dem Rücken der amerikanischen Steuerzahler. Jesus hat uns gesagt, dass wir jeden Angriff auf unseren Körper überwinden können, wenn wir glauben und in Heiligkeit mit ihm wandeln. Genau das tue ich. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Mark 16:15-18. Die Pharmakonzerne werden nervös. Am 18. September 2008 erschien die folgende Schlagzeile im San Francisco Chronicle: Wissenschaftler widerrufen umstrittene Autismusstudie. Eine Regierungsbehörde hat Pläne für eine Studie hinsichtlich einer umstrittenen Behandlung für Autismus fallen lassen, welche von Kritikern auf Pharmakonzernen zu ein unethisches Experiment an Kindern genannt wurde. Das Nationale Institut für Mentale Gesundheit sagte in einer Erklärung am Mittwoch, die Studie über eine Behandlungsmethode namens Chelatherapie sei fallen gelassen worden. Die Behörde entschied, das Geld werde besser dafür verwendet, andere potenzielle Therapien gegen Autismus und verwandte Störungen zu prüfen, hieß es in der Erklärung. Chelatherapie entfernt Schwermetalle aus dem Körper und wird angewandt, um Bleivergiftung zu behandeln. Ihr Einsatz zur Behandlung von Autismus basiert auf der Randzonentheorie auf ein politisch korrekter Begriff, um es den Pharmakonzernen recht zu machen zu, dass Quecksilber in Impfungen Autismus auslöst, eine Theorie, die von der etablierten Wissenschaft nie bewiesen und somit abgelehnt wird. Quecksilber ist seit 2001 nicht mehr in Impfungen für Kinder enthalten, mit Ausnahme von bestimmten Grippeschutzimpfungen. Carla Janssen ist eine bezahlte Lügnerin für die Pharmakonzerne, denn sie sind zu Tode erschrocken angesichts eines solchen Testprogramms. Die Chelatherapie ist eine alte, erprobte Methode, die auf die 1930er Jahre in Deutschland zurückgeht. Sie wurde in die Vereinigten Staaten gebracht und ist von Ärzten in Vorsorgekliniken seit Ende der 1970er Jahre angewandt worden. Ich habe persönliche Erfahrungen mit der Chelatherapie. Als meine Eltern Anfang der 1980er Jahre nach Kalifornien kamen, erhielten sie 25 flüssige, intravenöse Behandlungen zur Reinigung ihrer Arterien und zur Entgiftung von Schwermetallen. Ich habe die orale Chelatherapie auch schon angewandt, um meinen eigenen Körper zu reinigen. Die einzige Nebenwirkung, vor der ich gewarnt wurde, war die, dass die Nieren bei der Ausleitung stark belastet werden und dass durch den Prozess auch Vitamine und Mineralien ausgeschwemmt würden. Ich wurde angehalten,
zusätzliche Vitamine zu nehmen und mich mit Kalium, Magnesium etc. zu stärken. Wenn die Chelatherapie für autistische Kinder zur Verfügung steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie geheilt werden oder zumindest zum Teil in einen besseren Gesundheitszustand versetzt werden könnten. Wenn das in größerem Umfang geschehen würde, wäre das ein verdammender Beweis gegen die Konzerne, die Impfstoffe herstellen. Das Wundermittel Vytoren. Die folgende Schlagzeile sowie der folgenden Auszug stammen von der Associated Press. Verbindung zwischen Vytoren und Krebs kann laut Ärzten nicht ausgeschlossen werden. München, Deutschland. Die Ergebnisse von bisher 3 Studien bezüglich des cholesterinsenkenden Medikaments Vytoren reichen nicht aus, um eine mögliche Verbindung mit einem erhöhten Krebsrisiko zu beweisen oder auszuschließen, somit sollte das Medikament mit Vorsicht eingesetzt werden, bis mehr bekannt ist, warnten die Herausgeber eines führenden medizinischen Journals am Dienstag. Das New England Journal of Medicine veröffentlichte die Ergebnisse einer Studie und eine Analyse oder teilweise Ergebnisse von 2 anderen Studien online. Vytoren ist eine Kombination des Medikaments Zocor der Firma Merck und des Medikaments Zetia der Firma Shire Implanta, eine neuere Art von Medikament, das Cholesterin auf eine andere Weise senkt. Das mögliche Krebsrisiko kam unerwartet im Juli auf, als Dr. Terje Pedersen aus Oslo/Norwegen vorläufige Ergebnisse aus einer Studie ankündigte, die überprüfte, ob Vytoren die Verschlimmerung von Schäden an der Aortenklappe des Herzens verhindern könnte. Das Medikament bewirkte keine Veränderung hinsichtlich von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Operationen in Verbindung mit dem Herzklappenproblem. Doch die Ärzte beobachteten eine größere Anzahl von Krebsfällen bei den Patienten, die dieses Medikament einnahmen, im Vergleich zu anderen, die ein Pseudomittel bekamen. Pedersens Studie beinhaltete 1873 Menschen aus Europa und den Vereinigten Staaten, die Probleme mit ihrer Aortenklappe hatten. Von denen, die Vytoren bekamen, entwickelten 105 Patienten Krebs, im Vergleich zu 70 Patienten, die ein Placebo bekamen. Ich habe Auszüge von diesen Berichten eingefügt, um starken Argwohn gegen die Pharmakonzerne anzuraten und aufzuzeigen, warum man ihnen nicht vertrauen kann. Die meisten Ärzte sind Bettgenossen dieser Konzerne und werden ihren Patienten nicht die Wahrheit erzählen. Somit liegt es an jeder Person selbst, auf sich aufzupassen. Darüber hinaus sollte natürlich die christliche Gemeinde ihr Äußerstes tun, um sicherzustellen, dass die Menschen auf der Erde nicht ausgebeutet und betrogen werden. Ich möchte einmal die Definition für falsche Wahrheit geben. Dieser Begriff wurde von einem pfingstlichen Leiter in Schweden namens Adrian Holmberg geprägt, nachdem er erkannte, ein Ereignis ist wahr, solange es für unser Leben vorteilhaft ist, daran zu glauben. Weiterhin sagte er, dem Wort Wahrheit ist ein Wert gegeben worden, der schwer zu definieren ist. Ihm ist ein moralischer Wert gegeben worden, den man nicht berechnen kann. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass Regierungen und Pharmakonzerne Lügner sind. In der Tat gibt es nur sehr wenige Organisationen oder Menschen, die die Wahrheit sagen. Traurigerweise lügen auch christliche Glaubensgemeinschaften, Gemeinden und einige ihrer Leiter und Mitglieder von Zeit zu Zeit, um ihre Agenda voranzutreiben. Kein Wunder, dass Pilatus Jesus die folgenden Fragen stellte. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Johannes 18:37-38. Wahrheit, definiert von Jesus. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron,
noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören. Denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja. Nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Matthäus 5:33-37. Mädchen werden wie Vieh behandelt. Nach Meinung der Männer, die die Weltregierung bilden, sind Mädchen zukünftige Huren, Sexsklaven und Waren, die man benutzt, um die jungen Männer beschäftigt zu halten, während sie gepflegt werden, um nützliche Arbeiter zu werden oder in zukünftigen Kriegen zu dienen. Da Gebärmutterhalskrebs sich unter Frauen rapide ausbreitet, haben die Weltführer beschlossen, eine Impfung zu entwickeln, die Frauen und Mädchen zwischen 11 und 26 Jahren verabreicht wird. Man hat sich zu dieser Vorgehensweise entschieden, weil die Impfung billiger ist als die Krebsbehandlung einer Frau im Krankenhaus. Die Firmen Merck und GlaxoSmithKline waren zwei Pharmakonzerne, die dazu auserwählt wurden, den Impfstoff herzustellen und zu verkaufen. Merck ist ein globaler, auf Forschung ausgerichteter Pharmakonzern, der Produkte zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen und Tieren herstellt. Im Jahr 2007 betrugen die Einnahmen des Konzerns 24,2 Milliarden Dollar und die Zahl der Beschäftigten belief sich auf mehr als 59.800 Personen. GlaxoSmithKline ist ein britischer Pharmakonzern, der sich auf biologische, genetische Experimente und medizinische Versorgungsprogramme spezialisiert hat. Im Jahr 2007 betrugen die Einnahmen des Konzerns 40,9 Milliarden Dollar und die Zahl der Beschäftigten belief sich auf mehr als 100.000 Personen. Diese beiden Gesellschaften gehören zu den Hauptspielern auf dem Feld der Medikamente, Impfstoffe, biologischen Waffen, menschlichen und tierischen Hormonen etc. Wenn man sich ihre Produktlisten durchliest, findet man die meisten der verschreibungspflichtigen Medikamente, die von Ärzten weltweit verschrieben werden. Der Impfstoff der Firma Merck für Mädchen gegen Gebärmutterhalskrebs heißt Gardasil und der entsprechende Impfstoff der Firma GlaxoSmithKline nennt sich Cavarix. Keiner dieser beiden Impfstoffe ist bezüglich seiner Langzeitwirkungen getestet worden. Nichts interessiert die Weltregierung weniger als irgendwelche Nebenwirkungen, die die Impfstoffe auf die Mädchen und Frauen haben könnten, wenn sie älter werden und in die Jahre kommen, in denen sie gewöhnlich Kinder bekommen. Während der letzten zwei Jahre haben in den Vereinigten Staaten und in Europa zig Millionen Mädchen und junge Frauen die Impfung bekommen. Die Pharmakonzerne setzen sich erfolgreich dafür ein, dass die Impfung für Mädchen in verschiedenen Bundesstaaten vorgeschrieben wird. Der Staat Virginia täuscht die Eltern mittlerweile, Ende 2008, insofern, dass er behauptet, es sei vorgeschrieben, dass die Mädchen geimpft werden. 24 andere Staaten haben Gesetze vorbereitet, nach denen es ebenfalls vorgeschrieben werden soll. Da die Verfassung der Vereinigten Staaten Religionsfreiheit gewährt, haben Eltern das Recht, eine Impfung aus religiösen Gründen abzulehnen, was die Gerichte bisher getragen haben. Unser Dienst hat über viele Jahre hinweg Briefe für betroffene Eltern vorgehalten, die nicht wollen, dass ihr Kind geimpft wird. Diese sind von Schulbehörden anerkannt worden und die Kinder wurden von der Impfung freigestellt und durften dennoch die Schule besuchen. Selbst in Großbritannien plant der British National Health Service, ab September 2008 alle 12-jährigen Mädchen impfen zu lassen. Sie können das tun, weil sie keine solche Verfassung haben wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Impfung ist nicht billig. Der Listenpreis von Gardasil liegt bei $360 für eine 3er-Dosis in Serie. Doch zusammen mit den Praxisbesuchen belaufen sich die Kosten pro Mädchen auf $400 bis $1000. Jungen Mädchen werden über Fernsehen, Kino und Magazine sexuell pervertierten Programmen ausgesetzt, die liederliche Frauen wie Madonna, Britney Spears, Paris Hilton und viele andere zeigen, die mit ihrem Sexleben prahlen und sich wie läufige Hündinnen benehmen. Indem an den Schulen kostenlose Kondome verteilt werden,
im Unterricht der Glaube an Evolution propagiert wird und sie keinerlei Wissen über Gott vermittelt bekommen, verfügen sie über keinerlei Sicherheitsbasis und bekommen lediglich erzählt, diese Impfung werde sie vor Krebs bewahren. Diese jungen Mädchen werden häufig ihre Partner wechseln und nicht verstehen, dass sie wie Zuchtsäue ausgebeutet, missbraucht und behandelt werden. Kontergan, das Frankenstein-Medikament. Wenn die christliche Gemeinde es der Weltregierung gestattet, ihre hässliche Vergangenheit zu begraben und historische Fakten vor zukünftigen Generationen verborgen zu halten, wird die Weltregierung ihre Gräueltaten fortlaufend wiederholen. Ich möchte den Leser in das Jahr 1954 zurückführen und über einen der schlimmsten Angriffe auf die Menschheit sprechen. Ich war damals 15 Jahre alt und erinnere mich noch an die Horrorgeschichten über deformierte Babys, von denen einige ohne Arme oder Beine geboren wurden oder deformierte Körperteile hatten. Da ich selbst nicht über einen umfassenden Kenntnisstand über die Zerstörung durch dieses Medikament verfüge, werde ich Informationen verwenden, die ich einem Artikel aus dem Official Journal of the American Academy of Pediatrics entnommen habe, geschrieben von William A. Silverman und veröffentlicht im Jahr 2002. Kontergan wurde in Deutschland geschaffen. Der Zweite Weltkrieg endete im Mai 1945. Die Städte und Fabriken in Deutschland waren völlig verwüstet und Deutschland war in vier Besatzungszonen aufgeteilt: amerikanische, britische, französische und russische. Etwa zwei Jahre später wurden die drei westlichen Zonen in das später unter dem Namen Westdeutschland bekannte Gebiet unterteilt. Die Sowjets errichteten ihren eigenen, kommunistischen Staat, der später unter dem Namen DDR oder Ostdeutschland bekannt war. Als die Sowjetunion zusammenzubrechen begann, gab sie Ostdeutschland auf und 1989 wurden die beiden deutschen Staaten wieder zu einem Land vereint. Um zu verhindern, dass Westeuropa während des Kalten Krieges in die Hände der Sowjets fiel, führten die Vereinigten Staaten den Marshallplan ein, benannt nach dem amerikanischen General George C. Marshall, und Milliarden Dollar wurden aufgewendet, um die Städte, Infrastrukturen und Fabriken wieder aufzubauen, insbesondere in Deutschland. Das Neueste an Technologie und Ausstattung wurde ebenfalls nach Deutschland gegeben, so dass zehn Jahre nachdem der Zweite Weltkrieg Deutschland als einen einzigen Trümmerhaufen zurückgelassen hatte, die deutsche Industrie wieder lief, die Straßen repariert waren und dies in der ganzen Welt als das deutsche Wirtschaftswunder bekannt wurde. Worüber nicht gesprochen wurde, war die Tatsache, dass dieses Wunder von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt worden war. Eine der Industrien, die von dieser großzügigen Ausgießung von Geld profitierte, war eine kleine pharmazeutische Gesellschaft namens Chemie Grünenthal, ansässig in der Stadt Stolberg in Westdeutschland. 1954 begann die Gesellschaft mit einem Forschungsprogramm, um eine preiswerte Methode zu finden, um aus Peptiden Antibiotika herzustellen. Sie waren in der Lage, eine Substanz herzustellen und patentieren zu lassen, die sie Thalidomid nannten. Sie hatten keine Ahnung, was dieses neue Medikament bewirken oder nicht bewirken konnte, doch es war an der Zeit, irgendeine Art von Nutzen für das Medikament zu finden, um damit Gewinn zu machen. Beim Test des neuen Medikaments an Mäusen und Ratten stellten die Chemiker des Unternehmens Chemie Grünenthal fest, dass das Mittel keine antibiotische Wirkung hatte und keines der getesteten Tiere zeigte schädliche Nebenwirkungen. Das Medikament wurde dann in extrem hoher Dosis an Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen und Hunden getestet. Auch jetzt wieder starben die Tiere nicht und es konnten keine Nebenwirkungen festgestellt werden. Das Medikament wurde daraufhin von der Gesellschaft als nicht toxisch erklärt. Da das Medikament bei den Testtieren eine sedierende Wirkung zeigte, beschloss die Unternehmensleitung, es als Schlafmittel zu vermarkten, was einen hohen Profit versprach. 1955 schickte die Gesellschaft ihre Vertreter zu Ärzten in Deutschland und der Schweiz, wo sie Gratismuster verteilten, die die Ärzte dann wiederum an ihre Patienten weitergaben. Die ursprüngliche Behauptung der Firma Chemie Grünenthal,
dass das neue Medikament epileptische Anfälle verhindern würde, stellte sich als nicht zutreffend heraus. Die Patienten, denen die Gratisproben gegeben worden waren, berichteten aber, dass sie durch das Mittel nachts besser schlafen konnten. 10 Monate nachdem das Medikament auf dem Markt in Deutschland und der Schweiz eingeführt worden war, zeigte sich das erste schlimme Ergebnis. Ein Angestellter des Unternehmens Chemie Grünenthal hatte ein Muster mit nach Hause genommen und es seiner Frau gegeben, die zu dieser Zeit schwanger war. Als das Kind geboren wurde, kam es ohne Ohren zur Welt. Dies wurde damals in medizinischen Kreisen nicht berichtet und diskutiert. Da die deutsche Regierung das Gebiet der Medizin regulierte, konnte das Medikament in Deutschland nicht verkauft werden, solange es nicht ausgiebiger getestet worden war. Am 1. Oktober 1957 war das Medikament von der Regierung zugelassen und als Beruhigungsmittel unter dem Namen Contergan freigegeben worden. Das Medikament wurde auch in 46 anderen Ländern verkauft, jedoch unter 37 verschiedenen Namen, zum Beispiel Neurosedyn in Schweden, Discival in England und Kivadon in den Vereinigten Staaten. Es ist für den Leser wichtig zu wissen, dass sobald die deutsche Regierung das Medikament zugelassen hatte, es rezeptfrei als Schlafmittel verkauft wurde, ohne dass hierfür eine Verschreibung notwendig gewesen wäre. Im August 1958 schickte die Firma Chemie Grünenthal eine Massenmitteilung an alle Ärzte in Deutschland heraus, in der es hieß, Contergan sei das beste und sicherste Schlafmittel für schwangere Frauen und stillende Mütter. Die britische Gesellschaft Distillers Eye fährte diesem Beispiel schnell nach und vermarktete das Medikament als Mittel der Wahl für schwangere Frauen, die unter morgendlicher Übelkeit und Brechreiz litten. 1961 war Contergan das führende Schlafmittel, das in Deutschland verkauft wurde. Es verkaufte sich 5-mal besser als die entsprechenden Mittel aller anderen Hersteller. Das Unternehmen Chemie Grünenthal machte einen ansehnlichen Gewinn, denn das Medikament wurde in Europa, Asien, Afrika und Südamerika verkauft. Der erste Alarm. 1959 schrieb ein deutscher Neurologe an die Firma Chemie Grünenthal und fragte an, ob irgendjemand infolge der Einnahme von Contergan von Symptomen von peripherer Neuritis berichtet habe. Das Unternehmen antwortete und log, es lege ihm keinerlei derartige Information vor. In Wirklichkeit hatte die Gesellschaft 100 Briefe erhalten, in denen von ernsthafter Neuropathie die Rede war und etwa 1500 Berichte über andere Nebenwirkungen und das alles, während das Medikament alle Verkaufsrekorde brach. Das Unternehmen wies seine Vertriebsmitarbeiter an, jede Verbindung zwischen Contergan und peripherer Neuritis zu leugnen. Das Medikament kommt in die Vereinigten Staaten. Am 8. September 1960 reichte die Firma Richardson Merrill bei der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde den Antrag ein, Thalidomid in den Vereinigten Staaten unter der Bezeichnung Kivadon auf den Markt bringen zu dürfen. Interessanterweise hatte die Gesellschaft das Medikament 1,5 Jahre zuvor unter sogenannten Testreihen freigegeben, die auch schwangere Frauen beinhalteten. 2,5 Millionen Tabletten wurden von 1267 Ärzten an etwa 20.000 Patienten verteilt. Der zweite Alarm. Im November 1961 brachten Berichte aus Deutschland und Australien Thalidomid mit einer extremen Zunahme an Säuglingen in Verbindung, die mit einer Vielzahl von Missbildungen geboren wurden, einschließlich selten gesehener und grotesker Fehlbildungen wie Fukumeli, Bodengliedrigkeit. Bis Dezember 1961 hatten deutsche Zeitungen die Horrordetails abgedruckt und zum ersten Mal wurde weitläufig berichtet, dass schwangere Frauen, die Contergan genommen hatten, deformierte Babys zur Welt brachten. Chemie Grünenthal zog das Medikament vom deutschen Markt zurück, sobald dies eröffnet worden war, und benachrichtigte Richardson Merrill darüber, dass diese Handlung aufgrund der sensationellen Berichte in den Medien erfolgt sei. Aufgrund der vielen verschiedenen Namen, unter denen das Medikament auf dem Markt war, dauerte es weitere 9 Monate, bevor der Verkauf von Thalidomid eingestellt wurde.
Die letzten Nationen hierbei waren Italien und Japan. Es wird geschätzt, dass 40.000 Menschen durch das Medikament verursachte periphere Neuritis entwickelten und dass zwischen 8.000 und 12.000 Babys mit Missbildungen geboren wurden. Etwa 5.000 dieser Babys überlebten die Kindheit. Doch die wahren Zahlen werden nie bekannt werden, denn das Unternehmen Chemie Grünenthal und die Ärzte waren nicht unbedingt ehrlich in ihren Berichten. Die Opfer in den Nationen der Dritten Welt wurden nie wirklich zurückverfolgt und aktenkundig, und viele Eltern töteten ihre Babys, weil sie glaubten, diese Monsterbabys seien von Dämonen gezeugt worden. Es gab eine Reihe von Gerichtsverfahren gegen Chemie Grünenthal und andere Pharmakonzerne, die Thalidomid verkauft hatten. In England war eine gerichtlich angeordnete Sperre in Kraft, so dass die rechtlichen Aktivitäten für die nächsten 10 Jahre, 1962 bis 1972, nicht in britischen Zeitungen veröffentlicht werden durften. In einem Gerichtsverfahren in Deutschland gegen Dr. Mukta, den Direktor des wissenschaftlichen Labors von Chemie Grünenthal, wurde eröffnet, dass alle Unterlagen des Unternehmens 1959 vernichtet worden oder verschwunden waren. Die Dinge ziehen sich hin. Bis Ende 1961 lagen dem Gericht in Aachen die ersten Klageschriften vor. 1968 wurde die Anklageschrift, bestehend aus 972 Seiten, basierend auf 500.000 Dokumente, verlesen. Am 27. Mai 1968 wurde gegen 7 Angestellte des Unternehmens Chemie Grünenthal ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zog sich über 2 Jahre und 7 Monate bis zum 18. Dezember 1970 hin, als das Unternehmen Chemie Grünenthal und die Anwälte der 7 angeklagten Männer eine außergerichtliche Einigung dahingehend erreichten, dass das Unternehmen 100.000.000 DM in einen Fonds zahlen würde, der dazu benutzt werden würde, die deformierten Kinder zu entschädigen. Am 17. Dezember 1971 richtete das deutsche Bundesgesundheitsministerium das Hilfswerk für behinderte Kinder ein, was die gerichtliche Einigung auf eine rechtliche Grundlage brachte. Somit übernahm die deutsche Regierung die Entschädigung gegenüber den Thalidomid-Opfern in Deutschland. Ähnliche Arrangements wurden auch in anderen Nationen getroffen, in denen das Medikament verkauft worden war, mit Ausnahme von Italien. Doch es dauerte etliche weitere Jahre, bevor das Geld schließlich an die Eltern der deformierten Kinder ausgezahlt wurde. Deformierte Babys. Was ist mit all den Babys passiert, die mit einem oder zwei fehlenden Gliedern geboren wurden oder ohne Ohren, mit missgebildeten Augen, nicht funktionierenden Herzen, Genitalien, Nieren, Gedärmen oder Nervensystemen? Im Jahr 2003 wurde von 8.000 Überlebenden berichtet, 3.000 in Deutschland, 1.000 in den übrigen europäischen Nationen und die restlichen 4.000 aus Japan, Asien und Südamerika. Es liegt nichts im Interesse der Weltregierung, dass Vorfälle wie dieser in Geschichtsbüchern der Erinnerung erhalten bleiben, da die Pharmaindustrie das Mittelstück im Waffenarsenal der Weltregierung ist. Diese deformierten Kinder sind mittlerweile Ende 40, doch wir hören selten etwas über diese Menschengruppe. Einige von ihnen haben geheiratet. Im British Sunday Mirror vom 3. Juli 1994 wurde berichtet, dass 6 junge Männer, die aufgrund von Thalidomid deformiert geboren wurden, ebenfalls Babys mit missgebildeten Gliedern gezeugt hatten. Bei 2 dieser Babys waren die Missbildungen nahezu identisch zu denen ihrer Väter. Das ganze Debakel ist vor nachfolgenden Generationen verborgen worden. Wenn diese missgebildeten Menschen einmal auszusterben beginnen, wird es gemäß den historischen Berichten der Bildungsinstitutionen so scheinen, als habe es dieses Verbrechen gegen die Menschheit nie gegeben. Contergan ist immer noch auf dem Markt. 1964 erhielt ein Mann, der in einem französischen Krankenhaus an Lepra starb, von seinem Arzt eine Dosis Thalidomid, um seine Schmerzen zu erleichtern, und statt zu sterben wurde er von Lepra geheilt. Neue Forschungen wurden gestartet und man fand heraus,
dass das Medikament erfolgreich gegen ein Sortiment von Leiden wie Störungen des Immunsystems, Tuberkulose, Multiples Myelom und eine Reihe anderer Krankheiten hilft. Das Medikament wurde 1998 zum Gebrauch in der Vereinigten Staaten unter einem strengen Überwachungsprogramm zugelassen. Thalidomid hat immer noch Nebenwirkungen, die sich nicht verändert haben. Somit ist es ein zweischneidiges Schwert, das bei der Bekämpfung bestimmter Krankheiten helfen, jedoch auch seine eigenen Krankheiten in der behandelten Person erzeugen kann. Es erübrigt sich, zu erwähnen, dass die gegenwärtigen Besitzer des Pharmaunternehmens Chemie Grünenthal immer noch Geld mit dieser Monsterdroge verdienen. Es gibt viele Designerdrogen, die in den verschiedenen Laboratorien entwickelt werden und der allgemeinen Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Das Ziel dieser Medikamente besteht darin, das Verhalten von Menschen zu verändern und auch die Lebensspanne derer zu verkürzen, die als Arbeiter gelten. Einige dieser Medikamente werden benutzt, um Athleten für bessere Leistungen zu dopen, und sie sind immer schwerer festzustellen, aber der Sportler wird nicht über die schrecklichen Nebenwirkungen informiert, wie beispielsweise den verfrühten Tod. In Nazi-Deutschland, der früheren Sowjetunion, heute Russland, China und anderen totalitären Staaten benutzten und benutzen die Regierungen Medikamente in psychiatrischen Kliniken, um Menschen zu vernichten, die als gefährlich für das Regime gelten. Gesunde Männer und Frauen in der Sowjetunion wurden in psychiatrische Kliniken gebracht und dort wurde ihr Gehirn durch Designerdrogen eingefroren. Wenn sie wieder freigelassen wurden, war ihre mentale Kapazität zerstört und sie wurden nutzlose Idioten, die geisteskrank und unfähig waren, einem Gespräch zu folgen, ganz zu schweigen davon, dass sie einen Arbeitsplatz hätten ausfüllen können. Ich persönlich weiß von einem Mann, der sich weigerte, in der sowjetischen Armee zu dienen und daraufhin zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Er war ein starker, wiedergeborener Christ und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nach 6 langen Monaten waren die Drogen immer noch nicht in der Lage gewesen, seine mentale Fähigkeit zu zerstören. Er stellte sich auf Markus Kapitel 16 und Gott beschützte ihn. Er kam 1989 in die Vereinigten Staaten und unsere Gemeinde half ihm und seiner Familie, Fuß zu fassen. Er lernte Englisch und ist nun ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das FBI und CIA verfügen ebenfalls über diese Designerdrogen und benutzen sie an sogenannten Terroristen, doch in der Zukunft werden sie an amerikanischen Bürgern eingesetzt werden, die sich weigern, sich vor der Weltregierung zu beugen. Wenn du kein starker, bekennender Christ bist, der im Übernatürlichen lebt, wirst du unterliegen, mental krank werden und hinausgeworfen werden, um auf der Straße zu leben. Die chinesische Lebensmittelbelastung. Die Menschen in der Welt haben 2007 von Melamin erfahren, als schätzungsweise 1500 Hunde und Katzen in den Vereinigten Staaten starben, nachdem sie in China hergestelltes Tierfutter gefressen hatten, das damit vergiftet war. Wenn Melamin einer Proteinmischung hinzugefügt wird, wie es bei Hundefutter der Fall ist, steigert es den angezeigten Prozentsatz an Protein bei der Testung des Produkts. Hunde- und Katzenfutter kann mit Wasser und Mehl gestreckt werden, doch als das Produkt auf seinen Proteingehalt hin getestet wurde, zeigte das Melamin immer noch einen hohen Prozentsatz an Protein an. Somit konnte das in China hergestellte Futter billiger verkauft werden als amerikanische Produkte, denn es wurde weniger Fleisch verbraucht und man konnte trotzdem noch einen ansehnlichen Gewinn machen. Die Tatsache, dass Melamin giftig ist, kümmerte die chinesischen Geschäftsmänner nicht. Ihnen geht es ausschließlich ums Geld. Die Haustierbesitzer in Amerika haben das sehr übel genommen und China stellte plötzlich fest, dass sein Tierfutter boykottiert wurde. Die kommunistische Regierung in China kümmert sich nicht um das gemeine Volk, doch sie handelte entschieden, als es um den Verlust von Einnahmen ging. Nach einer kurzen und brutalen Untersuchung, die auch Folter beinhaltete, stellte man den führenden Regierungsinspektor vor Gericht, befand ihn der Bestechung für schuldig und verurteilte ihn zum Tode. Er wurde innerhalb von Stunden nach seiner Verurteilung erschossen. Nebenbei bemerkt,
China ist der größte Exporteur von Spenderorganen und da es nicht genug hingerichtete Kriminelle gibt, denen man Organe entnehmen kann, verurteilen Richter der Regierung Tausende und Abertausende Männer und Frauen zum Tod um über einen ausreichenden Vorrat an Spenderorganen für die Reichen. In den Vereinigten Staaten, Westeuropa und den reichen Ölstaaten im Mittleren Osten zu verfügen. Die verschiedenen Körperteile des Regierungsinspektors wurden an eine Reihe wohlhabender Leute verkauft, die dringend ein Transplantat benötigten. Andere in den Skandal involvierte Leute erhielten langjährige Gefängnisstrafen. Sobald der Gerechtigkeit Genüge getan worden war, erzählte das kommunistische Regime aller Welt, die schrecklichen Kriminellen seien entweder tot oder im Gefängnis und das Ganze würde nie wieder geschehen. Also fühle dich frei, wieder dein in China hergestelltes Tierfutter zu kaufen. Korruption, die nicht ausstirbt. Wir müssen verstehen, dass die großen Pharmakonzerne in der westlichen Welt mit ihren chinesischen Pendants in Partnerschaft arbeiten. Geschäfte werden in China folgendermaßen gemacht: Einem ausländischen Unternehmen sind bis zu 49% einer Beteiligungsgesellschaft erlaubt, doch die Kommunisten wollen sicher gehen, dass sie die Kontrolle behalten und nicht irgendwelche Kapitalisten aus dem Westen. Da die Leute, die in der westlichen Welt die Pharmakonzerne leiten, ohne jegliche Moral sind, lieben sie es, in China Geschäfte zu machen. Schmutzige Produkte können für einen gewaltigen Gewinn hergestellt werden und die kommunistische Regierung schützt sie vor den Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und anderen Nationen. Kommen wir noch einmal auf Melamin zurück. Habgierige Vorstandsmitglieder beschlossen, aus Säuglingsnahrung mehr Geld zu schlagen und so wurde Milch verdünnt und mit Melamin versetzt, um sicherzustellen, dass die Babynahrung die Proteinkontrolle bestehen würde. Die Tatsache, dass Kinder dadurch sterben würden, interessierte sie nicht. Am 18. September 2008 berichtete die Associated Press, dass 6200 Babys in China krank geworden waren, nachdem sie mit dem mit Melamin versetzten Babybrei gefüttert worden waren. Eine Reihe von ihnen war bereits gestorben und Massen von Babys wurden wegen Nierenversagen in Krankenhäuser gebracht. Dieses Mal handelte die chinesische Regierung viel schneller, um das Problem zu stoppen, noch bevor verdorbene Babynahrung in den Vereinigten Staaten verkauft wurde. 5000 amtliche Inspektoren wurden zu den verschiedenen Herstellern ausgesandt und stellten fest, dass 20% des für die Produktion von Babynahrung vorgesehenen Milchpulvers Melamin enthielt. Seit der Belastung des Tierfutters sind auch in Meeresfrüchten und Zahnpasta, die in China hergestellt wurden, toxische Elemente gefunden worden. Die Vereinigten Staaten haben es nicht befürwortet, dass Säuglingsnahrung aus China importiert wird, doch urtümliche chinesische Lebensmittelgeschäfte bieten sie in jenen Orten an, in denen ein großer Teil der Bevölkerung chinesischer Herkunft ist, wie beispielsweise in San Francisco. Die Sanlitgroup Corporation ist es, die das belastete Milchpulver herstellt. Tian Wenhua, der Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft, ist entlassen und von der Polizei inhaftiert worden. Zusätzlich sind noch 4 Milchversorger festgenommen worden. Sanlu ist ansässig in der Provinz Hebei und der Bürgermeister der Provinzhauptstadt sowie 4 andere städtische Beamte sind ebenfalls von ihren Posten enthoben worden. Das Management der Gesellschaft Sanlu versäumte es 5 Monate lang, zu berichten, dass die Produkte des Unternehmens mit Melamin belastet waren. Ich gebe diese Information über verdorbenes Milchpulver aus China deshalb weiter, um dem Leser aufzuzeigen, dass das alles lediglich die Spitze des Eisbergs ist. In der Zukunft wird es noch mehr Berichte über belastete Nahrungsmittel, Medikamente und Impfstoffe geben, nachdem Tausende von Menschen krank geworden oder gestorben sind. Medikamentenmissbrauch in Silicon Valley. Bevor wir dieses Thema hinter uns lassen, will ich noch über eine weitere Sache sprechen. Es war in Silicon Valley, wo die Giganten wie Google, Yahoo, eBay, Amazon und PayPal in den 1990er Jahren starteten. Es war eine Versammlung der genialsten und cleversten Leute, die dafür sorgten, dass die Internetgesellschaften wie Pilze aus dem Boden schossen. Und es war hier,
wo sich Softwareentwickler trafen, um die gewaltige Explosion in der Computertechnologie hervorzubringen. Nach einem Bericht in der San Jose Mercury News gab es aber auch eine dunkle Seite an den cleveren Leuten, die in Silicon Valley lebten und arbeiteten. Sie betrieben, was man Brain Doping nennt. Von den Managern in den verschiedenen Unternehmen wurde erwartet, dass sie zeitweise 20 Stunden pro Tag arbeiteten, und sie verlangten dieselbe Stundenzahl von ihren Angestellten. Von 1400 Personen, die an einer informellen Befragung teilnahmen, gab ein Viertel zu, aus nichtmedizinischen Gründen Medikamente oder Drogen zu nehmen, um Konzentrationsfähigkeit oder Erinnerungsvermögen zu steigern. Die Medikamente beinhalteten Ritalin, ein Stimulans zur Behandlung von Hyperaktivität und ADS, Provigil gegen Schlafstörungen und sogenannte Beta-Blocker zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Ein Angestellter sagte, ich nehme Provigil, wenn wir eine Menge Arbeit haben, die getan werden muss. Ist auf jeden Fall besser als Koffein. Man kann im Grunde so lange aufbleiben, wie man will, und dann ins Bett gehen und normal schlafen. Provigil scheint die Leistungsdroge der Wahl für die Männer und Frauen zu sein, die in Silicon Valley arbeiten. Kefalon ist der Pharmakonzern, der Provigil herstellt. Das Unternehmen behauptet, dass sich ihr Medikament strukturell von Amphetaminen unterscheidet, jedoch dieselbe Wirkung bei seinen Nutzern auslöst wie Stoff. Kefalon warnt davor, dass die Einnahme von Provigil zur Sucht führen kann, mit Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Nervosität, Durchfall, Rückenschmerzen, Angstzuständen, Schwindel, Magenschmerzen und Schlafstörungen. Fazit zu diesem Abschnitt: Es ist offensichtlich, dass die Menschheit in eine neue Periode eingetreten ist, die man das Zeitalter der Pharmazie nennen könnte. Es spielt keine Rolle, ob jemand ein sauberes Leben führt und sich von Drogenmissbrauch fernhält, er wird trotzdem durch Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Impfungen massenweise Chemikalien ausgesetzt. Es ist unmöglich, heute auf der Erde zu leben und frei von Pharmazie zu bleiben, es sei denn, man lebt völlig isoliert vom Rest der Welt auf einer einsamen Insel. Doch die chemische Verseuchung würde diese Person trotzdem noch durch Luft und Wasser erreichen. Es gibt nur einen einzigen Weg, um den Fängen der Drogen und Medikamente zu entfliehen, und das ist, mit Jesus zu leben, sich auf Markus Kapitel 16 zu stellen und so viel belastete Nahrung wie möglich zu meiden. Es gibt keine Krise im Himmel. Gott sitzt immer noch auf dem Thron, und was jetzt auf der Erde geschieht, war Gott schon bekannt, bevor er mit der Schöpfung begann. Während Satan mit seinem Plan voranmarschiert, marschiert auch Gott weiter. In der dunkelsten Nacht kann Gott Menschen gewaltige Siege schenken, die den Glauben haben, zu beten und zu vertrauen. Es scheint passend, diesen Abschnitt mit dem folgenden Vers abzuschließen, der dem Apostel Johannes vor etwa 1918 Jahren gegeben wurde. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Offenbarung 18:23. Das griechische Wort für Zauberei ist Pharmakia. Postskriptum. Der folgende Auszug erschien am 18. Oktober 2008 in der Sacramento Bay. Trenton, New Jersey. Der Pharmagigant Pfizer Inc. hat einen Vergleich in Höhe von 894 Millionen Dollar erreicht, um den Hauptteil der Prozesse bezüglich seines vom Markt genommenen Schmerzmittels Bextra beizulegen, womit man dem Beispiel des Konkurrenten Merck und Compagnon folgte, der fünfmal mehr investieren muss, um seine Anklagen in Sachen Vioxx zu bereinigen. Der Vergleich des Unternehmens Pfizer würde auch die Prozesse bezüglich seines bekannten Celebrex beenden, dem einzigen Mittel der drei, das immer noch auf dem Markt ist. Der größte Pharmahersteller der Welt sagte am Freitag, dass er im Prinzip über Vereinbarungen verfügt, um 92% der Anklagen wegen persönlicher Verletzung beizulegen, die von Menschen kommen, die geltend machen, Bextra und Celebrex hätten Herzinfarkte, Schlaganfälle oder andere Schädigungen verursacht.
Der Vergleich beinhaltet ca. 7000 Fälle von persönlicher Verletzung, vornehmlich von Klägern, die Backstra genommen hatten, sagte Anklagevertreter Perry Weitz. Alles, was für den Triumph des Bösen notwendig ist, ist das gute Menschen nichts tun.